herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 eigene Blöcke definieren. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos meines Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten hier gleich mit und in der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit all meinen Scratch Videos. Wenn du sie bereits am Anfang durchgearbeitet hast, dann bist du schon sehr gut in Scratch unterwegs. Wenn nicht, dann würde ich dir empfehlen, das einmal nachzuholen. Jetzt geht es um eigene Blöcke definieren. Das ist eine ganz eine spannende Sache. Ich zeige dir das jetzt an einem praktischen Beispiel. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Wenn du hier dieses Programm anschaust und hier das anschaust, und wenn ich hierher klicke, dann arbeitet es hier ab. Er geht in die Mitte, da an der Bühne, er dreht sich in einer Zufallszahl, da muss man Grad angeben, von minus 90 bis 90 Grad, also zufällig, und geht dann eine zufällige Anzahl von Schritten. Wenn ich das aber möchte, dass er das länger macht, dann haben wir schon als Möglichkeit einmal kennengelernt. Ich nehme das jetzt hier mal, dupliziere das dann und könnte hier das nochmal drunter machen. Dann macht er das zweimal und so weiter. Eleganter wäre es, wenn ich hier eine Schleife verwenden würde, wiederhole 40 Mal, dann kann ich mir den Bereich hier dann sparen. Ich lösche ihn einmal, lösche diese zwei Blöcke, lösche diesen Block ebenfalls noch, schiebe die dann in diese Schleife hinein, ja, und gebe sie mir hier hin. Wenn ich das hier dann starte, wird diese Katze das Ganze dann 40 Mal machen. In dem Fall hat sie sich sogar rausgedreht. Wenn ich sie nochmal starte, ist sie da. Stoppe ich sie mal. Eleganter geht es dann mit sogenannten eigenen Blöcken. Und das kann ich dann insofern ganz einfach machen, dass ich dann diesen Teil dann hier ersetze mit einem eigenen Block, den ich mir definiere. Wie geht das jetzt? Ich gehe auf meine Blöcke und mache dann einen neuen Block und den nenne ich jetzt zum Beispiel Gehen und Drehen. So heißt mal mein neuer Block. Und jetzt möchte ich dann noch zusätzlich was machen. Ich klicke mal kurz daneben, dass das bestätigt ist. Und ich möchte, dass er dann auch dann Wert übernehmen kann. Ich mache das jetzt zweimal. Schreibe hier Wert 1 hin. Drücke daneben hin und mache das Ganze noch einmal und habe dann Wert 2. Was das heißt, wirst du es gleich sehen. Ich habe jetzt hier einen neuen Block dazu bekommen. Ja. Wenn ich daher gehe, heißt der dann Gehen und Drehen. Ja. Und wenn ich den dann hier mir dann anschaue, sehe ich, dass ich hier oben auch Gehen und Drehen habe. Wert 1 und Wert 2. Und da kann ich jetzt dann damit dann hervorragend dann arbeiten. Ich muss nämlich jetzt das machen. Wenn ich diesen Block hier nehme, gehen und drehen, wenn ich den hier wo anfügen würde, schiebe das mal auf die Seite, muss ich festlegen, was dann passiert, wenn dieser Block dann ausgearbeitet wird. Dann könnte ich dann machen, dass ich sage, okay, er geht dann zum Beispiel, gehen wir auf Bewegung, er geht dann zum Beispiel einen, nämlich diesen Block, ein 10er, nicht 10 Schritte, sondern das, was man hier eingibt, an Wert 1 zum Beispiel. Und er dreht sich dann zum Beispiel um den Wert 2. Das heißt, immer wenn ich das jetzt hier aufrufe und hier dann zum Beispiel 5 eingeben würde und hier würde ich dann zum Beispiel 20 Grad nehmen, dann würde der Wert 5 dann hier für Wert 1 eingetragen werden. Er würde dann also 5 Schritte, einen 5er Schritt gehen und 20 wäre dann der Wert 2 und würde dann bedeuten, Wert 2, dass er sich dann um 20 Grad dann dreht. Und dann bräuchte ich dann einmal für sich nur noch diesen Block hier dann aufrufen. Ich klicke es jetzt mir auf die Seite, zeige dann mein Programm, das ich da vorhin entwickelt habe schon. Ich nehme das jetzt dann hier heraus, diesen Bereich, behalte mir die Schleife mit den 40 Mal. Er ruft dann hier dieses, man nennt das auch Unterprogramm, auf, mit Hilfe meines eigenen Blocks, bewege dich, das wäre dann hier dieser Bereich. Und übergibt dann als Wert für Richtung, übergibt eine Zufallszahl von minus 90 bis 90. Das wird dann hier eingetragen, er dreht sich also dann darum. Und hier eine Zufallszahl von 1 bis 40. Wird dann ebenfalls dann Preise gewürfelt. Und der Wert, der dann herauskommt, zum Beispiel 20, sind die Anzahl der Schritte, wird dann hier übergeben. Wenn ich das jetzt hier starte, dann dreht sich das Ganze. Nämlich die Maus, also die Katze dreht sich dann. Und ich habe dann hier diesen Bereich, der hier abgekürzt ist, dann herinnen. Ich könnte dann zum Beispiel diesen Block dann nochmal duplizieren, könnten hier dann einfügen, wieder woanders, wenn es fertig ist, drehe ich dann wieder weiter und so fort. Also kannst du dann mit Hilfe solcher eigenen Blöcke, ich lösche die mal, mit Hilfe dieser eigenen Blöcke kannst du dann dein Programm erweitern und kannst dann immer wieder neue Dinge dann dazu machen. Gut, das war's mit den eigenen Blöcken. Eine geniale Sache und ich hoffe, dass dir die
letzten Videos, die du dir jetzt hier alle angeschaut hast, die Scratch-Videos, dich dazu gebracht haben, dass du mit Scratch vielleicht weiterarbeitest, selber tolle Spiele, Animationen oder Dialoge und so weiter dann entwirfst. Bis zum nächsten Mal mit einem anderen Thema.